Was geht ab YouTube? Adi Gaming wieder back am Start. Ja, lange ist es her, dass ich ein Video wieder hochgeladen habe. Es ist aber auch dieses scheiß Coronavirus und ich bin auch zwischendurch krank geworden. Ja, aber jetzt ist es wieder soweit. Und jetzt haltet euch fest. Wir spielen FIFA fucking 21. Das schlechteste Game. So ist es richtig. Forever und für immer bleibt FIFA auch das schlechteste Game. Muss ich leider so raushauen. Denn FIFA 21 ist wirklich schlecht gemacht. Man kann die Wiederholungen, wenn man ein Tor geschossen hat, nicht anschauen. Das überspringt direkt wieder zum Anstoß und das ist richtig schlecht gemacht. Und hier jetzt mal ein kleines Match. Das Video geht jetzt 13 Minuten lang und los geht's. Ich werde euch auch jetzt sagen, warum dieses Spiel so schlecht gemacht ist und wieso dieses Spiel einfach nur schlecht ist und auch die Bewertungen von den Zuschauern, von den Fans von FIFA, die wurden so schlecht. Nicht mal eine Sternebewertung hätte dieses Spiel verdient. Ich muss es leider sagen. So, wir haben ja einen Spieler hier, der leider das Spiel nachher verlässt. Aber das dauert jetzt noch 12 Minuten oder so. Und dann verlässt er das Spiel. Aber ihr werdet auch gleich sehen, warum er das Spiel verlässt. Aber jetzt will ich nicht weiter rumnerven, rummeckern. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Und ich hoffe, ihr seht auch, wie schlecht dieses Game einfach ist. Und los geht's. Wir sind natürlich in Schwarz, in diese EA Trikots und hier Giro Immobile, das erste Tor. Yay! So, ich will aber auch jetzt nicht weiter schwätzen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und let's go. Ich werde ab und zu mal einen Kommentar hinzufügen, aber nicht immer. So. Der Gegner ist richtig schlecht, muss man sagen. Genau wie das Spiel. Leider. Dann kauft man sich die 100 Euro Edition. Darf 3 Tage vorab zocken. Und dann ist so ein Müll rausgekommen. Naja. Auf jeden Fall sind wir in Führung. Wir sind jetzt in der 12. Minute. Und wir hauen dem Typi jetzt noch 2, 3 Dinger rein. Und da kommt eine Chance. Nein. Verdammt. So, zweite Chance. Nein, doch, wir haben jetzt den Ball. Jetzt könnte was draus werden. Nein, leider nicht. Jetzt haben wir wieder den Ball. Verdammt. Ja, ich habe mein Team mal ein bisschen aufgebaut. Ich bin jetzt schon seit dem Release am Zocken. Ja, da können wir leider nichts machen. Manche Spieler kaufen sich ja die Packs und holen sich Coins, laden 100 Euro auf und haben dann 5, 6 Millionen auf ihrem Konto und hasse nicht gesehen. Und dann kaufen die sich die ultimativen Spieler. Ich bin nicht so. Ich spiele ehrlich. Ich brauche keine Coins und muss auch keine Packs ziehen. Mir ist das völlig egal. Ich habe 30k jetzt auf der Uhr.
Ich habe meine Mannschaft, ich bin zufrieden, alles ehrlich erspielt. Da Ah, brauche ich super. keine Cristiano Ronaldo oder Messi oder Vidal was dazwischen. weiß ich, was für Leute es noch gibt. Ich brauche so einen Müll nicht. Ich muss nicht mein Geld ausgeben Wunderbares. für Den unnötige Ball umgesehen, Coins. hat er genau gewusst, was er vorhat. Ich bin auch so gut, das weiß ich. Gomez. Bin zwar nicht der Beste, Aber aber immer ich der kann Beste. spielen, wie ihr seht. Arturo Vidal. So, und hier kommt gleich das Vidal! 2 zu Kopfball 0. von Courtois. Da Fast. verhindert er problemlos das Gegentor. Ballbesitz jetzt. So, jetzt haben wir wieder den Ball. Und Gomez. jetzt kommt das. Gomez! Der Torwart ist Nicht da. das 2 zu Nichts 0. hilft zum Verdammt. Ball. Und zwar genau in Schade. die Situation. Das macht Da hat es mal Courtois. kurz gehangen, Seine keine Ahnung Torwart warum. ergreift jetzt die Gelegenheit. Aber jetzt Da ist kommt das Tor. das 2 zu Jedes 0, Tor 2 zu ist 1. Bonuslos. Vidal, Und deswegen Arturo entwickeln Vidal. sich die Dieser nächsten Spieler ist Minuten recht hier gut. auf dem Platz und zeigen wieder mal, was es kann. So teuer war der Ball auch ist jetzt wieder nicht. weg. Genau wie Insigne oder Immobile. Die Spieler, die sind so richtig gut. Vor allem mein kleiner Zwerg Insigne. Der ist so Ein Platz auf der wendig. Tribüne. Das macht richtig Spaß, mit ihm zu spielen. Die Flanke von Und Mertens. hier kommt. Courtois verhindert Oh. den Treffer. Den eigentlich fast schon sicheren Treffer. Super Fast. gehalten aus dieser Entfernung. Ja. Fast das Kopfballtor, wenn nicht der Noch Torwart sich kurz. selbst hält. Alles richtig Kleine gemacht. Torwart, Info. super Technik, aber am Ende geht der Ich kann Ball nicht leider mehr nicht beim immer ersten Torwart Videos an. aufnehmen, denn Richard dieses Lisson. scheiß Coronavirus, das im Moment jetzt auch bei mir in der Stadt rumlauert, Mané. macht es einem nicht einfacher. Ich Mané. bin zwar lange zu Hause und hab, klar habe ich Zeit Ja, der zum Torwart kann Zocken sowas und im zum Moment nicht. Aufnehmen, aber leider habe ich auch eine Familie und ich muss mich um die kümmern. Aber das gehört jetzt nicht hierhin, aber trotzdem, ich wollte es nur mal schon mal vorab sagen, nicht zeigen, sagen. Ich wollte sagen, damit ihr euch nicht Richard wundert, Lisson. warum So, nur alle Kopfballtor. 4 Wochen Gallagher. ein Video rausgehauen wird. Mané. Naja. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Oh, ja, mein Donnarumma, der ist richtig gut mit 85 Rating. Und Da ist jetzt natürlich ein kommt guter der Pass. kleine Auf offenes Lorenzo Tor. Insigne. Der ist 1,63 m, glaube ich, und so wendig Guter einfach. Griff von Insigne. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Und so schnell. Also ich bin zufrieden mit dem, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Weiter mit geht es zählen Immobile gegen oder Mertens. Mertens oder Das Vidal. könnte gleich den nächsten Die anwerfen. Spieler, die sind für den Anfang richtig gut, muss ich sagen. Richard Wann ich die Lisson. nächsten Spieler kaufen werde, Jetzt weiß noch ich eine nicht, Minute denn ich habe wie gesagt 43. nur 30k auf der Glocke Super und Linie zu ich Beginn. habe ja alles ehrlich Grandios. erspielt und habe nicht eine Million Erste Hälfte jetzt, war spannend. wie Es ging hin und her. manche Und Spieler, jetzt. die haben ja 1 Million direkt im Petto und dann können die sich hier die ultimativen Spieler kaufen. Ich habe die leider nicht, aber für den Anfang Rein in die zweite Hälfte reicht in das dieser Partie, wo Union natürlich. aktuell in Führung liegt. Quadrado im rechten, rechte Auf dem Verteidigung. Flügel ist jetzt Platz. Dann noch Alexandro von Juve mit Jetzt 85. schießt er. Und Der ist die BAM! Partie jetzt doch mehr oder weniger Das gewonnen. war Die Tore Manuel kamen und Mané Lazzari. natürlich zusätzlich Davon habe ich dazu. jetzt eine schöne Karte mir gekauft. Die war gar nicht so teuer. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt Die schon wieder eine 84er gewisse Entwicklung RM-Karte. und Schwächen der Defensive. 3-1 heißt es also jetzt. Ja. So, wir haben jetzt das 3 Gute zu Aktion hier. 1. Und der Spieler wird Grandios. jetzt in 3 Minuten, wenn ich richtig gerechnet habe, das Spiel Das verlassen. soll Und er ihr auch. werdet auch sehen, warum. Und warum dieses Richard Spiel Lisson. so schlecht ist. Daniel Und James. ich konnte mir nicht mal die Tore Jetzt könnte die Flanke angucken, ins Tor weil es immer bringen. direkt überspringen Diesmal tut. ist das der Anschlusstreffer. Nein, Er das ist schafft nicht den Ball das herbei. Tor. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Er geht Die in hätten Strafraum. ja das Spiel Da mal ist der ein Keeper bisschen ganz energisch. Der Ball ist verheilt. besser machen Klasse Pass. können. Ich weiß, ich Mané meckere hat ihn. gerade die ganze Gut Zeit nur gesehen. rum. Das war abseits. Aber
es ist einfach nur traurig, muss ich sagen. Man regt sich auf, man wird gefoult, der Gegner kriegt keine Karte, Auf außen ist Platz. der Schiri pfeift nichts, wenn derjenige dann faulen tut und gleich Gefährliche kommt Szene. das Ganz einfach Foul. verloren. Und Und genau jetzt Arturo wieder. jetzt Ball kurz zu gleich. Union. Im nächsten Angriff werde ich gefoult, Vielleicht der Schritt dann unter die bekomme ich Linie. einen Elfmeter und dann werdet ihr sehen, was passiert. Sadio Mané. Schön, wie sie diesen Konter spielen und fast wird das Ganze dann ja auch mit einem Tor belohnt. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch, eine super Szene. So, Cuadrado. Jordi Alba holt sich diesen Ball. Jetzt mit Gomez. Klasse Chance jetzt. Er verhindert die Flanke. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, es ist nicht Da kommt der Pass einfach, auf außen. FIFA zu spielen, denn die haben neue Futures reingestellt. Llorente. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Und die Steuerung ist auch ein bisschen anders da jetzt wie das alte FIFA. Jetzt ist er durch. Da haben sie gut aufgepasst. Das Gameplay, muss ich sagen, haben die ganz schön verändert. Mertens gibt den Ball her. Aber was ich halt traurig finde, die ziehen von 100 Meter Mané. ab und die Bälle gehen Fairer einfach Einsatz rein. Und hier. ich habe nicht gerade einen schlechten Torhüter drin. Llorente. Ich habe Donnarumma drin. Wenn er jetzt so ein Affe wäre wie, keine Ahnung, so ein Silbertorwart oder Bronzetorwart, Und würde er ich es zieht noch her. verstehen, wenn er von 100 Meter abzieht. Aber das da ist einfach traurig. So, jetzt bekomme ich den Elfer. Super Pass, Ball kommt an. Noch ist die Chance da. Fast. Und jetzt hängt es schon Kein wieder. Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Aber Jetzt jetzt. könnte er flanken. Mertens. Immer noch Angefangen. Gut nicht. gemacht. Eieiei. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Naja. Das ist die Gelegenheit zum Kontern. Der Konter Jetzt wird gestoppt und jetzt wird's aber könnte es in Zeit. die andere Richtung gehen. Zack. Ja, in die andere Richtung. Ich weiß nicht, wohin ich spielen soll. Alejandro Gomez. Da ist der Jetzt ist Gomez. der Jetzt Platz wird da. er Das war der Elfer wegen dieser gefoult. Szene. Jetzt Da könnte drückt er es jetzt auf richtig kippen. Pause Ja, und die haben den Rhythmus verzieht sich hinterher und jetzt. einfach. Die Verbindung zum Gegner wurde unterbrochen. Ja, das war auch das mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn ich zu viel geschwätzt habe. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.